Heute geht's weiter mit der Drive Club und jo, den letzten Rennen auf vier Rädern, danach geht's auf die Bikes und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid mit zwei Rennen. Jo, Canadian Rally und die UK versus US, dann haben wir dann die zwei hier und das Turnier, dann fahren wir die Dinger hier, das Turnier und dann haben wir die Legend Trophy. Gut, stopp mal rein. Auf geht's, los geht's. 3 Tage wach. So, was haben wir denn schöne für Autos? Oh ja, das sieht doch schön hier. 1261 PS. Gut. Also, eine Zeit von 2,46 sollen wir schlagen. Das ist das allerbeste der Gefühle. Und dann gucken wir mal. Ja, wir sind los, wir legen uns mit der Fett an. Ja, das war nicht ganz ohne. Ich kann die Dauerdrift ziehen hier. Da ist schon wieder drin. Ich hab das Auto einfach nicht da gelassen. Wir sind ja noch ein Problem mit dem Halbpass. Von der Geschwindigkeit her, sondern einfach von der sich die ganzen Fortschritte zeigen, dass ich mich einfach gefahren mit neu starten lassen. Ein bisschen aufpassen jetzt nochmal. Ja, hier sind wir wirklich gut gestartet, aber dann halt. Wird abgeflogen. Nein, du kannst dich nicht mehr mit dem Schiff. Thank you.
Was macht die Wetter mal? Was macht die damit? Ich hab das ohne Probleme. Deutlich besser als das, was wir vorher gekriegt haben. Sind allerdings so 2 Sekunden, also es war jetzt nicht. Wir hätten die Kurve ein bisschen hart davon können, wäre es vielleicht möglich gewesen, locker die besser zu schlagen, aber wir nehmen so mit. Wir haben die Aufgabe gelöst. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Das mit der UK vs. US. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Hennessy hier, den wir gerade schon im Zeitfahren hatten. Großbritannien gegen USA. Platzierung in Top 2, eine Zeit von 3,26 und jetzt Kurvenfahrten wir von 3.200 Punkten nochmal. Entschuldigung. Thank you.
hinten, da müssen wir einfach wackeln. Da hinten ist jetzt die Kurve ein bisschen vorsichtiger fahren müssen. Mama. Und nutze den Kleinhammer und wir haben es geschafft. Wir führen dieses Rennen, gewinnen dieses Rennen. Haben wir zwei Sterne. Das wollen wir doch gar nicht. So, Aufgabe erledigt, Folge beendet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Drive Club und dann geht's weiter. Die Jogara Challenge und die Savage Rivalry. Okay, gut. Das ist das, was das nächste ist natürlich. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann wieder mit Drive Club.